Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusiamoba. Ich bin der Louis und ich freue mich, dass ihr mich auch heute wieder auf meinem YouTube-Kanal besucht. Allerdings geht es heute nicht um die Moba, sondern ich löse ein Versprechen ein. Wir haben die Zahl oder ich habe die Zahl von 1248 Zuschauern überschritten, die mich abonniert haben. Und damals haben wir darüber abgestimmt, was wollt ihr denn haben, was wollt ihr denn von mir sehen. Da gab es mehrere Dinge zur Auswahl. Und das Rennen hat natürlich der Blick hinter die Kulissen gemacht. Und heute ist es soweit, ich löse das Versprechen ein und zeige euch, wie ich hier funktioniere, mit welchem Equipment ich arbeite und ja, wie es hier so ein bisschen aussieht. Aber ne, bleibt alles unter uns. So, was ich aber noch auflösen möchte, ist, warum gerade 1248? Wie ihr alle wisst, bin ich eine Kölsche Jung und ich habe natürlich auch einen Bezug zu meiner Heimatstadt Köln. Und 1248 war ganz einfach die Grundsteinlegung des Kölner Doms. So. Jetzt haben wir auch das Geheimnis gelüftet. Jetzt sind wir alle wieder ein bisschen schlauer. Man muss sich halt eine Zahl setzen. Ich habe mir halt die Zahl ausgesucht. Das ist einfach der Grund. Jetzt kann es allerdings hier nachher ein bisschen... Ich könnte Hilfe gebrauchen, sagen wir mal so. Und ich habe jemanden kennengelernt, der hat gesagt, weißt du was, wenn du Hilfe brauchst, dann hier kriegst du von mir ein schickes Knöpfchen. Damit kannst du mich hinbeamen. Da habe ich gesagt, naja, wenn du das so meinst, ich weiß, dass das ein Technikfreak ist, aber mit der Beamerei, da wusste ich noch nicht, dass das so weit geht. Gut, dann machen wir das jetzt einfach mal. Ich mache vorsichtshalber ein bisschen Platz hier auf der Couch. Ne? Ja, wie heißt das? Wir haben das früher immer so schön gesagt. Mein rechter Platz ist frei und ich wünsche mir jetzt einen lieben MOBA-Kollegen herbei. Oh, das Ding ist auch direkt ganz wild am Beamen schon hier. So. Dann schauen wir mal, wer jetzt kommt. Ja, super. Da hat der Knopf doch tatsächlich funktioniert. Hallo ja. Sascha, vielen Dank. Ja, hi. Das freut mich. Also ich habe einen ganz prominenten Kameramann eingeladen. Sascha hat sich bereit erklärt zu gucken und zu sagen, komm, ich helfe dir beim Filmen. Finde ich total klasse. Super. Ja, habe ich dir ja vorgeschlagen und dann mache ich das auch. Sehr gerne. Nur, was du eben nicht wieder zurückkriegst, ist dieser Beamer hier, weil ich glaube, in der Zukunft habe ich das ein oder andere noch. Da reden wir noch drüber. Na gut, solange es am Leben bleibt. Ja. Als der Sascha sich vorhin hier hingesetzt hat, hat er schon mal großartig angefangen zu lachen, weil er hat hier was gesehen, was ihr noch nicht seht. Ja, vielleicht schauen wir dann wieder, was meinst du, oder? Ja klar, auf jeden Fall. Ja. Also Marke Eigenbau ist schon interessant zu sehen. Also ja. Klasse. Gut, dann schauen wir einfach mal, dann lüften wir jetzt mal das erste Geheimnis hier. Ja, ich habe hier einfach ein ganz normales Stativ und ich arbeite eigentlich nur mit einem Handy, sonst nichts. Vielleicht kommt der Sascha mal rum. Das ist auch der Grund, warum er so geschmunzelt hat. Oder ich zeige euch das einfach. Viele haben mich ja schon gefragt, hör mal, was machst du denn, wie oft machst du das? Ich habe hier quasi meinen Notizzettel, sonst nichts, mit einem kleinen Loch davor. Das hänge ich mir dann einfach hier vor. Die Kamera sieht das nicht, aber ich sehe es. Und ich habe dann hier meine Stichworte, wie ich euch begrüße oder welche Themen ich euch präsentiere. Ja, und dazu habe ich mir halt hier dieses alte Stativ ein bisschen umgebaut. Und das musste der Sascha auch so lachen vorhin darüber, weil ich das halt hier mit, was sind das, das sind keine Varoklemmen, das sind ganz normale hier Schellen für Elektroverkabelung. Ja, Verstopperrohre. Ja, Verstopperrohre, genau. So, ja, vielleicht für denjenigen, der es interessiert oder das machen möchte, dass du mal kurz mal hier auf die... Achso, genau. Schaut euch das mal in Ruhe an. Da. Das kann man machen. Geht. Kostet nicht viel Geld. Und ja, hat man mal schnell umgebaut. Wo ich euch hier drauf mal hinweisen möchte, ist, wie ich das immer so gerne mache, ich arbeite hier mit einer ganz speziellen App. Die kann man sich kostenfrei runterladen. Und zwar heißt die Open Camera. So heißt sie einfach, da kann man das Schöne bei dieser App ist, dass man sich die Belichtung und auch die Fokussierung ausschalten kann. Man hat es ja oft so, wenn man mit Kamera irgendwo drauf ist, wird fokussiert und fokussiert und fokussiert. Ich gehe einfach hin, deshalb auch ganz gerne vor dem Bild. Ich gehe einfach hier und gehe auf den Schriftzug, damit fokussiert sich die Kamera. Und anschließend gehe ich hin und, das war jetzt der falsche Knopf, das passiert mir jedes Mal, und kann dann auch die Distanz bzw. die Fokussierung wieder abstellen. Und was ich auch mache ist, das habt ihr auch schon gesehen, ich habe hier ein Mikrofon, das mache ich jedes Mal, so ein Nivellierding. Und ich laufe hier auch immer mit dem Kabel durch die Gegend. Also das läuft dann unterm Hemd hier raus,
kommt hier hinten raus, dann verkabel ich mich damit und dann stöpsel ich mich damit ein. Das sind 5 Meter Kabel, damit kann ich mich halbwegs noch ein bisschen bewegen. Ja, dann vielleicht zeige ich euch den Raum überhaupt erstmal, damit ihr mal eine Idee habt von dem, was ihr hier seht. Der Raum hat hier 3,50 Meter in der Breite und ungefähr 4,80 Meter. Ich müsste jetzt einen Zollstock rausnehmen, da bespare ich euch jetzt. Aber mehr ist es halt nicht. Ja, und da steht auch das gute Stück. Und wie ihr hier seht, das ist der Schreibtisch von meiner Frau. Und der Schreibtisch da hinten, das ist halt meiner, da wo die Mova jetzt draufsteht. Ja, weil ich da einfach mache ist. Und das ist auch der Grund, ich muss, wenn ich was gebaut habe, dann nehme ich das mit auf. Dazu habe ich zum Beispiel auch hier noch einen Handyhalter, so einen Schwanenhals, den habe ich mir für kleines Geld im Internet geschossen. Da wird die Kamera halt reingeklemmt, dann kann ich mir das einstellen, so wie ich das will. Dann habe ich hier noch eine Lupenkamera, die hat Weißlicht, damit habe ich dann entsprechendes Licht auf die Punkte, die ich da rausbringe. Ja, das war das dann. Und wenn ich fertig bin mit meinen Bausequenzen, dann setze ich mich erstmal eine Weile hier hin. Und dann sinniere ich, gucke mir eine Runde ins Aquarium, gucke mir meine Fische an und überlege, ob ich alles habe. Und wenn ich nicht alles habe, ja, dann fängt der Zinnober wieder von vorne an. Dann nehme ich halt nochmal komplett alles auf. Das sieht vielleicht für euch immer perfekt aus, nach dem Motto, boah, der verhaspelt sich nicht oder so. Glaubt mal, das passiert öfters. Ja, und wenn ich dann fertig bin hier mit dem Aufbau oder mit der Sequenz, die ich aufnehmen wollte, dann räume ich den Kram hier weg. Ja, wenn die Dinger dann abgedreht sind, dann geht das Zinnober, das ist jedes Mal so, dann baue ich halt die Module wieder ab und wie habe ich damals so schön gesagt, ich stelle sie einfach ins Hochregallager. Also das ist eigentlich, soll das hier mal eine feindliche Übernahme werden. Ne? So, also ich möchte gerne diesen Teil hier haben. Mhm. Da habe ich letztens mit meiner Frau darüber gesprochen. Das hätte hier für mich Sinn. Ja, kannst du machen. So wie jetzt. Ja, wenn du mal so an die 70 willst. Dann habe ich gesagt, du Arsch, du. Hast du dir nicht gesagt, wenn das hier eine Klappcouch ist, kannst du das gerne machen? Ja, genau. Nee, das hat sie nicht gemacht. Das hat sie, also so böse ist sie noch nicht. Aber dann so. Und dann bin ich dann halt gewesen. Ich sag, komm, stell hier deine Couch hin. Oder? Noch habe ich sie nicht zurück. Ja, also klar. Ja, nachdem dann alles wieder im Hochregal verschwunden ist, dann geht der andere Zinnober los. Dann fängt das andere auch wieder an. Ich mache da ein bisschen runter. Ja, dann auch das muss ich mir dann aufbauen. Es gibt hier keinen festen Arbeitsplatz für mich. Dann baue ich mir halt mein Notebook auf. Da können wir gleich wieder einen Zeitraffer machen. Das ist halt jedes Mal so. Ne? Den würde ich einfach da hinten da in ein Regal reinschieben und fertig. Was, wo? Den Laptop. Der Platz? Wo hier ein Regal? Ja? Da unten einfach reingeschoben, fertig. Aber du hast ja die Steckdose hier vorne, dann würde ich ihn schon mal hier drunter schieben immer. Ja, aber wo soll ich ihn drunter schieben? Ich meine, der kann ja nicht schweben. Du hast doch da Ablagen ohne Ende, Werkzeugkisten. Die sind, ach so, die Stapel. Aha. Weil ich noch lernen muss, wann du mich hops nimmst, ne? Oder? Das muss ich noch lernen. Das kann ja ruhig auch. Aber guck mal, wenn du dann hier immer so, jeden Tag Zentimeter, Zentimeter. Ja. Du sprichst jetzt die feindliche Übernahme an. Ja, genau. Genau, ja genau. Jeden Tag immer so ein kleines Stückchen mehr. Das ist ja schön, dass wir so drüber sprechen können. Wir sind ja hier unter uns, sie kriegt das ja nicht mit. Oder vielleicht doch. Ja, ob du das in Zeitraffer laufen lässt oder mit Ton, da kann ich ja nichts fühlen. Ja, so. Genau. So, jetzt bin ich. Das kenne ich aber auch schon. Ja.
Das Passwort ist übrigens XYZ1234. Genau, aber das ist schön, dass du das für dich behältst. Ups. Ja, während du wartest, habe ich jetzt mal... Was eine Idee? Neue Fragen. Fragen? Fragen. Oh, jetzt ist... Was mich mal interessiert, mit den Modulen. Ja. Und den Regalwandhalterungen. Ja. Machst du dir da nicht irgendwie Sorgen, dass deine Häuschen mal kaputt gehen oder du Bäume kaputt brichst? Und weil das sieht doch alles ziemlich eng aus, würde ich sagen. Das ist, da hast du schon recht. Also momentan noch nicht. Momentan muss ich immer noch viel Spinat essen, aber es wird ja irgendwann, wird es tatsächlich mal was schwieriger. Ja, allein platzmäßig. Das wird irgendwann zu eng werden. Und es gibt zwei, also am Anfang werden ja noch keine Häuschen hier stehen. Solange die Gleise nur Gleise drauf sind und die Elektronik, dann geht das alles. Mhm. Und jetzt komme ich nochmal zurück zu diesem Schreibtisch hier. Diesen Schreibtisch brauche ich beruflich ungefähr noch ein Jahr. Und danach halt nicht mehr. Und das kann dann auch der Zustand sein, wo ich sage, okay, jetzt stelle ich sie fix hier hin. Mhm. Und dann komme ich halt nicht in die Bedulde. Aber bis dahin ist es tatsächlich so, muss ich halt auch aufpassen. Das sind übrigens hier, das muss ich euch mal zeigen. Karin? Vielen, vielen lieben Dank. Sie sind heil in Köln angekommen. Also, das war die Karin von Michael, die Frau. Die hat mir das letzte Mal geschenkt. War geil. Super. Und die haben mir... Nein, die haben noch nicht ihren Platz gefunden. Die finden ihren Platz noch. Aber das wird noch werden. Ja, aber die Frage ist durchaus berechtigt. Ich habe da schon Bammel davor, dass ich mir dann das, was ich hier aufbaue, durch das Einschieben auch wieder kaputt mache. Vor allem, weil die Halterungen ja auch hier hinten runtergehen. Mhm. Und da kann ich ja dann rein theoretisch nichts hinstellen. Aber also machst du neben die Module da an die Wand, kommt dann noch ein Regal, da stellst du dann vorher die ganzen Häuschen alle rein und dann das, stellst du die Module. Das wäre eine Idee, aber was glaub ich eher noch gangbar wäre, wenn ich jetzt ein Modul auf die Platte stelle. Und dann habe ich eben nur noch drei Halter und dann kann ich den Raum so ein bisschen vergrößern. Mhm. Dann ist es vielleicht nicht ganz so dramatisch. Aber ansonsten oder ist am Anfang alles ein bisschen schwer einzuschätzen mit Haushöhen und sowas alles. Ja, absolut. Also ich erlebe auch jedes Mal, es gibt auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, das geht aber jedem so, es gibt heute schon Dinge, die würde ich anders machen. Und warum machst du nicht? Vielleicht, ja, dann teilweise müsste ich komplett umbauen. Möchte ich einfach nicht. Ich möchte jetzt einfach mal, ich habe mir den Plan gelegt und ich bin halt so ein Typ, ich laufe einfach weiter. Mhm. Und dann probiere ich das halt. Da bin ich so ein bisschen stur wie so ein Panzer, wenn man das sagt. Das mache ich dann halt. Wenn es dann gar nicht mehr geht, dann suche ich nach einer Alternativlösung. Und wenn dann das große auskommt, dann kommt der Hammer. Mhm. So, und dann baue ich halt neu. Aber erstmal noch nicht. Mal gucken, wie weit ich komme. Ich weiß es halt nicht. Ja, einfach drauf anlegen und gucken, was draus wird. Klar. Ich bin nach wie vor guter Dinge und nur an der Ecke werden keine Züge mehr fahren können. In der Ecke? Da. Hier. Beim zweiten Modul durch Fenster guckst. Ja, ein bisschen nach links. Das. Da. Ja, hier ist Schrott drin. Ja. Da sind die Schablonen noch drin. Ich wusste nicht wohin. Da habe ich den Deckel drauf und habe ich ganz schon. Hier, ich ziehe mal eine raus. Ne? Kommt euch alle bekannt vor, habt ihr schon mal gesehen, die Schablonen, die ich da umgebastelt habe. Ja, allein die Arbeit fand ich ja schon bemerkenswert. Da für alles die Schablonen da zurechtzuschneiden. Unser eins, der hat einfach ausgedruckt und ausgeschnitten. Ja, aber. Du hast da wirklich sagenhaft. Aber du hast ja jetzt auch den Grund gesehen, warum. Ich muss jetzt ja immer hin und weg. Ich konnte leider nicht bauen. So, das habe ich mir schon gewünscht, ne? Dass ich mich einfach mal auch mal hinstelle und sage, so, jetzt probierst du das einfach mal aus. Und. Vielleicht wären mir dann andere Fehler nicht unterlaufen, kann ja durchaus sein. Oder ich hätte was mit, ich weiß es ja immer noch nicht heute, wie das hier mit den, haben wir vorhin mal kurz darüber gesprochen, Radius 1, Radius 2, ob das und wie das funktioniert, mit welchen Fahrzeugen. Mhm. Ich habe die Radien nur verbaut. Wahrscheinlich wird mein Fuhrpark sich dann ein bisschen einschränken müssen, große, ne, dann werden halt nicht gehen, auch wenn ich sie noch so gerne hätte. Aber ist halt so. Ich glaube, der Micha hat einen kleinen Adler abzugeben. Den könntest du da gut fahren lassen. Da müsstest du dich aber auf die Epoche festlegen und. Oh, das gibt Ärger. Da kann ich jetzt nicht mehr helfen. Naja, aber allein die ganze Mühe, die du da reingesteckt hast, ist schon Wahnsinn. Ja, danke schön. Wirklich, mit diese Schablonen da zu schneiden und
Da hätte ich keine Geduld für. Ja. Ich war froh, wo ich mir das ausdrucken konnte und habe das dann ausgeschnitten, ja, dann noch das Papier zusammenkleben ganz und ehrlich, hinterher habe ich das ja gar nicht mehr gemacht. Ganz ehrlich, also das war auch so der Moment, wo ich sage, was bist du für ein Hornochse, dass du dich hingehst und dann planst. Mit Schablone, das ist zwar schön, das macht auch Spaß, das ist alles gut, aber es gibt so viele Dinge, die man halt mit der Schablone nicht machen kann. Es geht jetzt direkt weiter, Elektrifizierung. Solche Dinge. Oder wo mache ich vernünftige Übergänge und wo nicht? Ja. Kann ich mit dem Programm alles machen und mit der Schablone halt nicht? Muss ich mir vorher meinen Hirnschmalz machen und wenn ich es nicht gemacht habe, habe ich dann, wenn ich es gebaut habe, ein Problem. Und das wird auch genauso sein. Mhm. So, aber wie gesagt, ich mache jetzt erstmal weiter und gucke. Ja, natürlich. So, das ist einfach jetzt nichts Wildes, sondern was man sich laden kann. Oder das ist eine gekaufte Version von ganz einfach Video oder Magix Video Deluxe und da gehe ich dann einfach hin, erstelle mir dann halt mein Projekt und dann kann ich hier, habe ich hier verschiedene Spuren, da kann ich die Bildspuren auflegen, verschiedene Tonspuren, ich kann das mixen nachher, kann Bilder einblenden und die Arbeit mache ich mir halt. Ich gehöre auch zu denjenigen, also viele haben es ja schon gesehen, ich gehe halt mit einem Plan ins Bett, ne? Auch wenn das jetzt ein bisschen blöd sich anhört, aber ich mache mir auch Gedanken darum, was willst du denn überhaupt zeigen und wird der Film überhaupt? Das heißt, ich schreibe auch in der Tat, ihr habt ja vorhin dieses Blättchen da gesehen, aber das ist eins von vieren. Weil mein... Sascha lacht schon wieder. Das ist eins von vieren, weil ihr habt ja gesehen, es gibt immer so die Sequenz vorne, wo ich sage, kurz euch erkläre, um welches Thema geht, dann kommt dann halt das Intro, der Jingle dazwischen, dann erkläre ich ein wenig im Detail. Dann zeige ich euch die ganzen Sachen, die ich halt gebaut habe. Und zum Schluss gibt es nochmal entweder ein kleines Resümee und einen Ausblick auf das nächste Video. Ja, und dann gibt es noch Tschüss, auf Wiedersehen. Das ist halt, und so könnt ihr den ersten bis zum letzten Film gucken. Was ihr auch seht, ist, man entwickelt eine gewisse Routine. Am Anfang ist es halt so, dass, da war ich schon, ich war alleine hier in dem Raum, ja, da habe meinen ersten Film aufgenommen. Ich weiß nicht, ob dir das genauso ging, Sascha, aber ich war auch nervös. Ich war total nervös, ja, ja, weil ich genau wusste, Mensch, das werden vielleicht Leute sich anschauen, ja. Und mittlerweile ist es, ich habe mich auch gegen Kamera impfen lassen. Ich bin also da jetzt nicht mehr so sensibel drauf. Und, naja, funktioniert halt. Ja, ich bin eigentlich, habe ich irgendwas vergessen, euch zu zeigen, Module weg, das ist das, was ich baue. Nö, ich bin eigentlich durch. So sieht es halt aus hier in meinem. Das sind jetzt, nein, ich nehme es nicht schon wieder an Bord. Das ist halt das Büro von meiner Frau und von mir. Und ich habe halt diesen kleinen Schreibtisch. Und da baue ich halt Enthusiast Mobile auf. Ja, sind wir durch, ne? Vielen Dank. Das war eigentlich schon, ja gerne. Das hat richtig Spaß gemacht. Hast du schöne Fragen gestellt, überraschenderweise. Oh, ich hätte noch jede Menge mehr, aber ich will da jetzt nicht vorweggreifen in deinen nächsten Videos. Aber ich darf mal hier auf der legendären Couch sitzen, sage ich. Das ist jetzt schon legendär, ja, vor allem hier. Ja, der Mr. Kandinsky, genau. Genau, da lassen wir uns auch noch was einfallen mit. Ja, ja, okay. Ich denke super. Schon. Ich war gespannt, was da alles also so... Wir waren ja in Frankfurt und da haben wir uns ja auch mal ein bisschen drüber unterhalten und ich glaube, Simi war es, der mir dann sagte, hör mal, das Bild, das kannst du jetzt nicht mehr abhängen. Mhm, richtig, ja, ja. So, also, das kennt ja jetzt jeder und eigentlich hatte ich da mal vor, irgendwie so eine kleine Vitrine hinzustellen. Das kannst du nicht mehr machen. Da muss ich mir jetzt was anderes für auch die Couch, die muss bleiben jetzt. Das ist jetzt ja dein Markenzeichen, die Couch. Ja. Warum kann er nicht? Aber eine Couch hat. Ja, überall, wo du jetzt hinkommst, hast du eine schwarze Couch. Ja, genau. Also, da fehlt noch irgendwann der rote Teppich. Aber gut, das ist der Arbeit. Ja, ihr Lieben, ich denke, wir sind durch. Ich hoffe, euch hat das gefallen, was wir hier so fabriziert haben. Dir nochmal, Sascha, vielen, vielen lieben Dank. Ja, sehr gerne, nach wie vor. Ich muss euch das aber auch nochmal zeigen hier. Also, falls ihr die Idee auch mal habt, und ich wüsste, ich habe ja auch immer mal Spickzettel und sowas. Hier einfach Klemmen für Stapperrohre. Schönes Rohr gemacht. Das ist einwandfrei. Oben ein bisschen Pappe dran. Das war übrigens mein erster Handyhalter. Ja, ja, das ist... Ne? Mit dem Gummi und das geht ganz einfach. So, ja. Also feine Sache, muss ich sagen. Finde ich geil. Ja.
Auf so eine Idee bin ich auch noch nicht gekommen. Ich hätte das eher irgendwie mit Klebeband oder so. Ja. Aber ist schon cool. So ist er halt. Ja. So macht das halt. Ja. Finde ich klasse. Okay, ihr Lieben, dann ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben. Aber ganz besonders auf euren nächsten Besuch. Ja, und damit ihr das nicht vergesst, dann freue ich mich auf euer Abo. Jetzt bin ich am Stottern, ich bin das so süß, dass du hier bist. So, und darf einfach nur sagen, ja, tschüss, mach's gut. Sascha, ja. Dir vielen Dank. Lasst Abos da, der Louis ist ein netter Kerl, da werdet ihr noch viel von sehen. Ja, mal schön hier gewesen zu sein, sich das nochmal alles anzugucken. Ja. Bin gespannt, wie es weitergeht. Also da werden noch viele Herausforderungen kommen. Jetzt hat er die Latte aber richtig abgehangen. So. Also, macht es gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich beam mich weg. Ja.